Und jetzt habe ich 100 Geld. Willkommen in meinem Laden. Ja, brauche ich irgendwas davon? Vor allem, das ist ja alles so teuer. Super Monstermilch. Nein, danke. Ich glaube, Monstermilch heilt, oder? Nee, das war eine Stärke, ne? Das war irgendwas in der Art, ja. So, jetzt kann ich ja hier... Schmieden. Na, egal. Und, was hat so lange gedauert? Ich habe dies in der Bibliothek gefunden. Eine Karte der verbotenen Inseln. Genau wie du gesagt hast. Oho, der tut nicht... Ja, der tut nicht gut. Taucht ja doch ein bisschen in das. Also ist er ein Tu ein bisschen was. Ja, du kannst noch was gehen. Ja. Nein, ja. Also, wirst du mir helfen? Nur wenn du zustimmst. Genau das zu tun, was ich sage, wenn ich es sage. Der Parrot Master ist mein Gegner, nicht deiner. Und wenn es vorbei ist, gehen wir wieder getrennte Wege. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber... Fick dich, Bitch. Nein. Wir haben einen Deal. Lass uns diesen Typen zusammen besiegen und Sequinland retten. Warte kurz. Wie kann ich mir sicher sein, dass du nicht plötzlich abhaust? Wie die einfach Fuße... Würde ich dich belügen? Ja. Begrüße den dampfgetriebenen Ozean Tinker Top Mark 2. Mark 2. Mark 2? Was ist mit dem ersten passiert? Geil! Du bist eben passiert. Was? Ja. Streng ein. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Du bist ihm passiert. Nein, ich will nicht! Nein! Ah, cool. Geh zurück. Insel. Skeletown und dann sowas. Ist ja krass. Sie wird jetzt wahrscheinlich einfach schnauzen. Wir sind auf derselben Town! Oh, okay. Nö. Los, geh schmieden. Ich geh schmieden. Da kannst du auch dich heilen. Ja. Tintenschmidt. Hallo, mein Schmelze. Name ist... Sie! Ei! Das geht. Blubblub! Boom! Tada! Ich fühle mich in den Dragon Ball. Da-da-da-da! Ja, weiter? Bitteschön! Deine maximale Herzen sind um 1 gestiegen. Juhu! Und ich habe keine Tintenmeerfische. Tintenmeerfische. Aus dem Tintenmeer. So, und es ist voll aufgeladen. Schön. Dann muss ich ja nichts mehr machen. Okay. Bist du bereit abzulegen? Okay, los geht's. Ich kann immer aufpassen, dass das ab 6 ist. Das stand aber so im E-Shop. Sicher, dass da nicht nur so eine 60 war? Ja, nur für alte, perverse Säcke. Das ist die Spukinsel. Ist das nicht die Schluckinsel? Wenn wir keine andere Karte finden, ist dies das Ende unseres Abenteuers. Das Spiel ist, ist das Spiel schwer? Würdest du sagen, das ist schwer? Bisher? Oh, ich würde, also insgesamt würde ich erstmal sagen, dass es Spiel irgendwie so mittelmäßig ist. Boah. Also es ist halt nicht wirklich für Sechsjährige, sagen wir so. Was? Wieso mittelmäßig? Ich finde das Spiel gut, also so bisher. Ja, also von der Schwierigkeit. So ja, meinst du das. Also von der Geschichte her und so ist es eigentlich ganz gut, aber so für den Schwierigkeitsgrad her, aber es ist schon ein bisschen hardcore und nicht wirklich für Sechsjährige geeignet. Von der Grafik her ist auch im Spiel. Guck mal den Satz! Ich bin für alles bereit. Ja, auf der Spuckinsel. Wo hast du diese Klamotten her? Von H&M. Unter Bord. Da gibt es alle möglichen Sachen zum Anziehen und andere Sachen. Die meisten Stücke waren mir allerdings etwas zu weit.
Greif meinen persönlichen Sachen weg. Und bezeichne meinen Hintern nicht als Fett. Donnerwetter, ich war noch nie so weit vom Festland entfernt. Es ist schön hier. Der Oktopus kann ja hierher. Egal. Lass dich nicht täuschen. Der Pirate Master bezieht seine Macht von diesem Ort. Auf dieser Insel ist eine Stätte des Bösen versteckt. Du wirst sie finden. Was ist mit mir? Kommst du nicht mit? Mit dir. Mit dir? Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Dieses Mal nicht. Boah. Aber wenn wir zusammenarbeiten, ich fühle mich doch ganz allein dort. Oh, möchtest du nicht doch mitkommen? Dieses Kopfkino. Ich sagte nein und ich meine es auch. Ich habe meine Gründe. Oh, sie hat bestimmt gerade ihre Tage. Oh, da hat jemand bei auch dieser Lust. Hose sieht man es nicht. Ja. Oh Gott. Egal, weiter. Genau. Oh, ich verstehe. Du hast Angst. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich aussehen wie eine Makrele. Oh Mann, du musst noch lernen, mit Humor umzugehen. Ich zieh dieses alberne Kostüm aus. Ja, zieh dich aus! Nein, außerdem steht da und zieh dieses alberne Kostüm aus. Zieh dich aus. Zieh dich aus. Ja, alle das ist merkwürdig. Sie sagt immer, dass Chanté sich ausziehen soll. Ach, du verstehst wirklich keinen Spaß. Okay, dann mal los. Oh. Was ist denn hier? Ich glaube, sie wird nie zum Friseur gehen. Was? Ich glaube, sie wird niemals zum Friseur gehen. Nein. Sollte sie auch nicht. Ich finde das auch, also sich die Haare abzuschneiden oder abschneiden zu lassen, das ist wirklich so eine Sache, das sollte man nie tun. Hust, hust, hust. Ist ja auch nicht so, dass die Haare wachsen. Wie? Na, ist ja auch nicht so, als würden die Haare wachsen. Was ist denn hier los? Oh, wie kriege ich das weg? Nein! Ich will das aufmachen, ich will da ran. Achso, da ist ein Schalter. Oh. Tschu! 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 Das sind wir, Jungs. Ja. Oh mein Gott, Ariel, du hast dich so geändert. Du bist böse geworden. Und hast gelbe Haare. Ich wollte nicht nur meine Beine haben, sondern auch nur meine Haare ändern. Und mich duplizieren. Nein, sogar multiplizieren. Dividieren. Ich werde dich dividieren. Oh. Das ist böse, jemanden zu dividieren. Das haben die im Mittelalter ab und zu mal gemacht. Oha. Ja. Nein. Und zwar durch vier. Komm, komm, komm. Ist es eigentlich divisieren? Oh. Hä, divisieren? Nee. Ah, nee, das ist Französisch. Nee, egal. Ah, ich komm da nicht ran. Nein. Ich okay, will da aber ran. Auf dieser Insel wirst du es wahrscheinlich die Fähigkeit lernen. Ich hoffe es. Das gibt Stress. Ja, sonst hau ich euch. Das mache ich auch so. Kampfansage. Ja. Oh, cool, ich habe Lebensenergie bekommen. Und ich bekomme einen Fleischspieß. Oh, kein Fleisch. Ah. Naja, aber so ein Fleischspieß ist doch auch was. Damit kann ich spießen. Spieße. Vor vielen Jahren habe ich mit meiner geliebten Verlobten, kam ich mit meiner geliebten Verlobten auf diese Insel. Unser einziger Wunsch war es, den Heiligen Bund der Ehe zu schließen. Vor vielen Jahren, als es doch Dinosaurier gab. Boah, so alt ist der bestimmt nicht. Aber ein furchtbares Monster, ein Diener des Pirate Masters. Master. Fand uns. Sein Blick verwandelte meine Geliebte in Stein. Oh, das hier. Medusa. Ich könnte niemals von ihrer Seite weichen. Hier, nimm diesen Ring, auf dass ich meine Sorgen vergessen kann. Du hast den Ring erhalten. Welchen da, Ring? Da, da, da. Mann, der sieht ja ziemlich alt aus.
Was will ich mit dem Ring? Hat das irgendjemand schon mal... Metallring. Was macht der denn? Symbol der ewigen Liebe und Hingabe. Und den schenken wir jetzt Risky Boots. Wird sich auch gar nicht provoziert fühlen, Andrew. Ja. Wupp. Schwupp. Ah. Hier komme ich aber... Oh, da komme ich ja weiter. Huchi. Das sieht man gar nicht so genau. Vielleicht war es auch erst geplant, dass du beim alten Sack gehst. Na, ich sollte wohl erst den Ring holen und dann... Mhm. Und da komme ich nicht hoch. Schade. Ich bin sicher, dass du dir einen Double Jump geben. Ja. Ja, ich möchte speichern. Und ich möchte einen Bosskampf. Alter, Sack im Kostüm. So, Oh. Hey Mädel, süßes Outfit, bist du wegen den Sommerferien hier? Wegen der Sommerferien. Genau, genitiv. In den Wald hinein. Hä? Ihr auch. Also, die sieht ja richtig wie ein Streber aus. Ah, die sieht aus wie... irgendwie haben sie alle richtig große... Egal. Ja, die haben alle irgendwie Monster. Willst du sie reden? Wir auch. Ich schau dir dieses, aber schau dir dieses öde Wasserloch an. Es ist völlig ausgetrocknet. Und dann guck dir mal diesen Teich da drüben an. Auch ausgetrocknet. Ich kann ohne einen ordentlichen Pool nicht sonnenbaden. Pfeh, dieser Ort ist die totale Abzocke. Wenn wir schon nicht schwimmen können, will ich wenigstens essen gehen. Ich bereite den Schinken vor. So gleich bist du so, Schinken! Schinken! Ich will Schinken. Gott. Schinken ist richtig cool, Alter. Ja. Also, ja. Egal. Wo ist der Manager? Ja, und nu? Der ist im Cool, ohne Wasser, Schande. Ja. Okay. Und nun? Gibt's hier noch einen Weg? Gibt's hier eine Karte? Vielleicht musst du jetzt zurück. Ja, ich glaube auch. Zufälligerweise irgendwie so ein Schinken. Oh, ich habe meine Mädels verloren. Ja, ja, ich brauche sie. Aua. Aua. Ah. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Okay, so, und wir gehen einfach mal wieder zurück. Ah. Blub. Blasenschild. Wie soll das ausschauen? Naja, das ist ein... Ah, was zum... Nein. Zum Glück bin ich noch am Leben. Ah, hier gibt es auch einen Übersichtsplan. Appetitliches Fleisch. Übersichtsplan wurde zu Gerichtsakte hinzugefügt. Nam 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 nam. Oh. What the? Hat der das vorher schon gemacht? Ja, ich glaube schon. Ist ja krank. So, aber ich kann mal den Übersichtsplan aufrufen. Und das ist das Gute an der 3DS-Version. So. Hm. Deine Aufgabe ist es also, die Stätte des Bösen zu finden. Ich will mich für nicht das Festland entscheiden, oder? Ich denke, das schaffe ich auch ohne. Also, beziehungsweise, ich wüsste nicht, was ich mit so einem Ring und, ja, was ich mit einem Ring schaffen sollte. Auf dem Festland. Du könntest vielleicht einen Oktopus da irgendwie auf diese Insel bringen. Hm. Ah, aber das ist doch keine gute Urlaubsinsel. Der braucht aber eher eine Reisebroschüre. Oder was meinst du? Nee, das ist der andere Typ. Ja, welchen Oktopus meinst du denn? Ja, der rumgeheult hat. Naja, der wollte doch woanders hin. Der braucht einen Tapetenwechsel. Höp, höp. Höp. Piu. Ah.
komm. Ah, es dauert hier. Ah! Böses Vieh. Ja! Hast du das Ding gesehen? Nö. Gut, ich auch nicht. Aber bei dem war ich ja. Ich nehme immer die 3DS-Version, wenn ich die Wahl habe. Gute Idee, Jonah. Der geheimnisvolle Felsen zwischen den vier Lilienstatuen. Moment nochmal. Dieser Ring ist nun deiner. Vielleicht solltest du nun dorthin zurückbringen, wo ich zum ersten Mal um ihre Hand angehalten habe. Ach so. Geheimnisvoller Felsen zwischen... Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich auch. Oh, warum muss man noch die Typen erstmal ansprechen? Nochmal. Damit man auf sowas kommt. Packen wir nochmal. Ja, genau. So, und... Jetzt klappt das schon. So, hier ist das nämlich. Aber ich werde vorher nochmal speichern gehen. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Ja. Es kann jetzt plötzlich einfach ein Boss kommen, was unsterblich ist und... Und... Naja, genau gut, wie bei mir. Bei dem einen mit dem Erdkern. Na gut, wenn es ein unsterblicher Boss ist, dann ist das ja... Ah. Storybedingt. Genau. Das ist eigenartig. Hier ist eine rundliche Vertiefung. Extra für den Ring. Ach so, die meint sie. Der Ring springt in die Vertiefung. Du gibst Metallring. Und nun? Was leuchtet das? Ah! Ach komm schon. Doch. Ah! Ist das doof? Ah, ich verstehe schon. Ja. Okay. Also erstmal. Oh. Ich warte mal, bis das andere Ding auch noch unten ist, ja. Phew. Okay, so. Jetzt hätten wir das. Ah! Nein! Gibt's doch nicht. Okay. Ich muss die Reihenfolge wohl anders wählen. Ja, okay. Jo. So, so. So, so. Und hab. Na, Mist. Ich kam da nicht hoch. Okay. Aber irgendwie sehe ich den Sinn dahinter zumindest. Vielleicht musst du einfach irgendeine Reihenfolge suchen, die wirklich so geplant ist, oder... Ah, Mist! Och Mann, okay. Yeah. Ich hasse es. Ah, das war's, ja. Ja, okay. Macht so keinen Sinn. Oh Gott, ist das schwierig.